Pi zusammen. Heute mal ein bisschen Retro. Gehen wir mal, ja, 28 Jahre zurück in die Vergangenheit und zocken mal Super Mario World. Mal so eine kleine entspannte Runde hier am Montagabend. Schauen wir mal, was da geht. Links oder rechts? Darf ich auswählen? Ich gehe mal hier lang einfach. Hoffentlich keine Wutausbrüche hier, wenn ich mich am Level fest fahre. Ah, da ist er schon, der Yoshi. Gut, der unterstützt uns jetzt hier ein bisschen, der Strolch. Na, hat er mich direkt erwischt hier. Mein Yoshi rennt weg. Nein! Ah, komm zurück, du Strolch! Komm zurück! Ah! Geht doch. Achso, das sind diese Zwischen... Wie soll ich sagen? Zwischenpunkte. Falls man doch mal abschmiert, kann man da direkt weitermachen. Oh, noch ein Yoshi. Gibt ein Level up. Der kann aber viel essen, der Yoshi. Der hat einen gesegneten Appetit. Komm schon. Ah, den kann ich gar nicht fressen, den Lümmel hier. Mist, Yoshi ist schon wieder weggerannt, der Strolch. Na gut, was soll's. Yeah, erstes Level geschafft. Und der nächste Weg wird frei. Ah, geil, diese Musik von damals. Ah, scheiße. Ah. Abgestürzt. Try again. Und noch ein Yoshi. Den nehmen wir doch mal gleich mit, den Lümmel. Das sind bestimmt so Dinger, wo man abtauchen kann. Nein, doch nicht. Fast selber abgeschossen hier. Und eine Feuerblume, oder wie heißt sowas? Oh. Oh. Gehen die Plattformen einfach, schrumpfen die einfach weg. Meine Güte. Oh,
Boah, ich muss dann echt schnell sein. Meine Güte, was ein Stress hier. Puh. Was ist das? Nichts. Nur eine Münze. Ah, Ziel muss in der Nähe sein. Der rote Pfeil war da. Jo, geht doch. Oh, da kommen die Fische aus dem Wasser gehüpft. Oh, so ein Boosterstern. Aber wo kann ich denn jetzt lang? Hier saufe ich ab oder kann ich schwimmen? Ah, man kann ein bisschen schwimmen sogar. Ah, und hier durch den Tunnel. Oh, ein Geisterschloss. Ja, dann wollen wir uns hier mal durchklettern. Mal ein bisschen warten, bis die Strolche auf der Rückseite sind. Oh. Hm. Und jetzt? Ich laufe einfach durch. Ich hab Schiss. Oh, gerade noch so an der Flamme vorbei. Gekommen. Ach, scheiße, hier kommt so ein Stampfer runter. Und jetzt habe ich den Pilz hier noch nicht bekommen. Oh, eine Tür. Aber wenn die rote Tür ist, müsste das Endgegner sein. Na toll, fängt ja gut an hier. Ah, ist gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach. Probieren wir nochmal hier. Ich glaube, den kann man gar nicht fertig machen. Man muss ihn einfach irgendwie schubsen, dass der runterfällt. Ah. Von seiner Plattform. So, hier kommt noch ein Stampfer, das haben wir ja eben gesehen. Ah. So, hier nochmal genau gucken. Lauf, Forest. Und wieder der Endgegner. Gucken, ob es jetzt besser läuft hier irgendwie. Na, noch einmal. Nein.
Ja, geht doch. Geht doch. Ah, jetzt können wir auch speichern an der Stelle. Das ist schon mal gut, falls man mal die Leben alle hier verliert. Soll nicht wieder ganz von vorne anfangen. So, einen haben wir schon befreit. Jetzt geht's ab auf die nächste Insel. Continue and save. Klingt gut. Oh. Nein! Na, wie explodiert da die Pflanze oder was? Ich renne jetzt hier nur durch, ey. Ich sammle gar nicht alle Items ab. Auf. Jetzt werde ich hier noch irgendwie gekillt. Ah! Ah! Kommen wir da noch durch? Ah! Ein Yoshi. Komm mit, Yoshi. Wir rocken das. Ah! Die blöde Pflanze da. Wird auch von allen Seiten gegen einen gekämpft. Das ist echt fies. Nein. Oh Mann. Ist mein Yoshi wieder weg gleich. Oh. Na, da unten läuft er. Komm mit, Freund. So. Lass mich nicht im Stich. So. Da ist er wieder, der Schlingel. Was ist jetzt los? The red dot areas on the map have two different access. If you have time and skill to be sure to look for them. Nein, wir haben keinen Skill. Wir gehen einfach weiter hier. Ich will den Yoshi mitnehmen. Ah. Ich will da gar nicht eine großen Umwege gehen, um Münzen zu sammeln. Da sterbe ich nachher eh noch. Ich will den sicheren Weg gehen. Ganz vorsichtig. So, das sieht nach Lava aus oder Vulkan oder sowas. Okay. Kann ich die essen? Nein, die kann man nicht fressen. Ah. Eilandsack. Rennt mir der Yoshi weg. Bleib stehen. Oh, und Fledermäuse auch noch. Yoshi. Komm her. Ey. Der rennt weg. Jetzt kriege ich den nicht mehr. Ah. Jetzt habe ich mich zu sehr auf den Yoshi fixiert, den wieder einzufangen. Dann renn halt weg, mein Freund. Dann laufe ich halt ohne dich da durch. So. Da oben sitzt eine Fledermaus. Die erstmal kommen und dann hauen wir ab. Erstmal gucken, wie die Map weitergeht hier. Das Level. Ah, wie dumm von mir. Bringt nichts, wenn ich das hier zu Ende mache, gibt nur Münzen. Wofür sind die Münzen überhaupt gut? Ich würde auch mal gerne wissen, was diese grünen Felder hier bedeuten. Die kann man bestimmt irgendwie aktivieren. Aber ich habe keine Ahnung wie. Oh, wird es jetzt hier eng? Nee, kommt nicht ganz runter, die Decke zum Glück.
geht ganz hoch. Mann! Das muss man wissen. Eben gingen sie nämlich nicht ganz bis nach unten oder nach oben, diese Decken oder Böden. Scheiße. Nur noch 3 Leben. Ja, schieße ich mich selber ab. Pro Gaming hier bei Super Mario World. Unglaublich. Heilige. Heiliger Bimbam hier, ey. Wahrscheinlich kommt da ein Zusatz-Item, wenn ich hier alle erwische. Ah, hat nicht gereicht. Da war ich zu lahm. Soll mal die Map ein bisschen fortschreiten lassen, dass man auch sieht, was danach kommt. Nicht schon wieder abschießen lassen. So, und jetzt warte ich erstmal, damit ich sehe, was da kommt. Nächster geht nämlich auch ganz. Ah! Na, ja, zu lange gewartet. Also doch nicht warten. Bei manchen muss man einfach durchrennen. Soll doch schneller sein. Dum, dum, dum. Ah! Scheiße! Genau reingesprungen, ey. Oh, Game Over. Nicht sowas. Aber zum Glück konnten wir eben speichern. Mann, Mann, Mann. Gar nicht mal so einfach. Wir sind noch ganz am Anfang. Ah doch, jetzt muss ich das Level wieder machen. Mist. Ah! Ich dachte, man kann die vielleicht von oben kaputt hauen, diese blöde Feuerpflanze da. Geht aber nicht. Ich renne jetzt durch. Oh, eine Feder. Ist er noch da? Ja. Warte, wie ging das? Anlauf nehmen. Und dann springen. Oh nein, 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 nein. Ah, nein! Scheiße! Eine schöne Feder weg. Können wir doch nicht fliegen, Freunde. Oh, ah! Von allen Seiten. Und wir sind noch ganz am Anfang. Das wird nachher noch viel schlimmer alles. Uiui. Gut. Also heute sehen wir, wie man es nicht macht. Nein! Eieieiei. Genau im falschen Moment gesprungen. Da ist wieder die Feder. Ah, ich hasse diese scheiß Pflanze da. Vor allem muss man durch. Die schießt jetzt wieder. Macht doch, er hätte schon längst springen können. Ich viel zu lange gewartet. Ach ja, so kann man ja auch diesen Dreher machen. Special Move. So. Boah, dreh dich, dreh. Nein! Ah, ein Zusatzgang hier. Ah, da gibt's wieder eine schöne Feder für mich. Das war Rennen. Lalalalala. Oh. Das war wohl nichts.
Ah, hier kann man fliegen. Oh, wo ist er denn, der Strolch? Da. Wo bin ich? Ah, da. Map zu Ende. Hier geht's wieder raus. Ah, ja, 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 ja. Ah, aber da ist noch eine Feder. Glück gehabt. War direkt wieder eine da. Nein, 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 nein. Yoshi, genau. Komm her. Los geht's. Und direkt ist er wieder. Direkt habe ich ihn wieder verloren. Ah, das ist zu gefährlich hier. Das ist zu gefährlich hier. Diesen zwei. Oh, jetzt verspiele ich hier meine ganzen Bonus-Items. An diesem blöden Rugby. Football-Spieler oder was da ist. Boah, ey, wie soll man denn da ausweichen? Und jetzt kommt noch diese Rose dazu. Uiuiuiui. Ah, Yoshi ist wenigstens noch mit dabei. Oh, nur noch zwei Leben, ey. Schade, dass man nicht nach jedem Level hier speichern kann. Ich glaube, alle vier geht nur. Alle vier, wie heißt das Level? Ah, jetzt kann ich wenigstens alle aufessen. Ah, ne, geht ja noch. Was haben wir hier nochmal für ein leckeres Item? Ja. Level up. Power up. Keine Ahnung, wie man es nennt. Boah. Ah! Mist! Scheiße! Oh, jetzt werde ich hier aber richtig in die Mangel genommen. Ah, da läuft er doch noch rum, der Yoshi. Bleib, komm her, mein Freund. Komm her, komm her, komm her. Sind aber auch Fledermäuse ohne Ende hier in dieser Höhle. Ah, ich dachte, man kann sich noch da ducken. Hat nicht gereicht. Brrr. Oh. Oh, no, schade. Ah. Fies. Gleich war es das schon wieder. Jetzt beiße ich mich zu Anfang hier schon fest. Mist, und mein Yoshi ist weg. Oh. Selbstabschuss und Game Over. Du guckst diese Speedrunner oder wie das heißt. Die spielen, glaube ich, das ganze Spiel in 90 Minuten durch. Wahnsinn. Die wären jetzt schon, ja, nahezu, also über ein Drittel hätten die schon durchgespielt jetzt. Jetzt bin ich zurückgegangen, ne? Jetzt hab ich auch noch einen Fehler gemacht. Das ist aber doof. Warte mal. Jetzt habe ich das falsche Level ausgewählt. Komm, wir gehen mal ganz kurz baden. Ich glaube, ich habe vergessen, weiterzulaufen. Ja, siehst du, da ging es nämlich noch hoch. Da muss man erstmal wieder aktiv hinlaufen. Jetzt haben wir natürlich schon ein Leben verbraten hier. Für nichts, aber egal. Und noch eins.
Nein! Weißt du, was ich nach der Runde mache? Ich mache einfach ein Zwei-Spieler-Spiel. Dann habe ich, glaube ich, 10 Leben. 2x5. Muss ich halt den Controller mal wechseln. Dann spielen wir mit Mario und Luigi nacheinander. Das ist für so Noobs für mich wahrscheinlich besser. Jetzt habe ich ständig hier Game Over und muss von vorne anfangen. Oh, die Feder. Komm her. Ich will mal irgendwie Anlauf nehmen. Naja, nicht gereicht. Ah, ich konnte so abschießen. Ja, fliegen wir doch mal. Oh, warum geht er denn so steil runter? Ich dachte, wir fliegen jetzt mal schön weit. Oh, da ist er wieder weg, die schöne Feder. Schade. Oh. Nein! Yoshi! Lauf! Ah, guck mal, kann man so springen. Oh, wow, 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 wow. Nein, kurz vorm Ziel! Kurz vorm Ziel! Das gibt es doch nicht! Mist! Ja, ist der Yoshi wieder weg, der Schlinge? Aha, Pflanze kann er also auch fressen. Der frisst alles, der Yoshi. Juhu. Juhu. Und durch. Oh, gerade noch den Yoshi aufgesattelt in der letzten Sekunde. Aber jetzt haben wir nur noch ein Leben für das nächste Level. Für diese komische Höhle da. Mann, 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 Mann. Danach ist auch noch kein Speicherpunkt. Das kann ja eigentlich nur schief gehen. Boah, hab ich ihn fast nicht erwischt. Ja, danach spielen wir zwei Player. Ich alleine mit zwei. Dann haben wir doppelte Leben. Ach, der Yoshi haut die ja direkt kaputt, dass die auch nicht... Ah, okay. Oh, okay. Nein! 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 Yoshi ist weg. Ah! Komm her! Komm her! Jetzt rennt er weg. Oh Mann. Bitter. Kommt er noch zurück? Schafft er das noch? Ich will aufsatteln. Komm her. Geht doch. Ach, ich habe es immer noch nicht gelernt, dass ich das Ducken hier nicht reicht an der Stelle. Ja, jetzt ist ganz vorbei. Nee, da ist er noch. Glück gehabt. So, das geht ganz hoch. Da müssen wir weg. Können wir eigentlich auch oben rein? Naja, komm. Nichts ausprobieren. Unersättlich, der Yoshi. Kommst du noch durch? Oh, gerade so. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ich komme nicht weiter, ich muss da runter. Okay. Da war ich zu voreilig. Schade. Das Ding hätte ich erstmal wieder runterfahren lassen müssen. Egal, wir wechseln jetzt auf zwei Spieler. Gespeichert haben wir ja an der letzten Stelle. Ich ganz kleine Pause machen. 2-3 Minuten und dann machen wir mal zwei Spieler. Muss doch irgendwie gehen. Thank you.
So. Wieder die blöde Höhle. Hätte ich doch glatt mein Mikrofon ausgehabt. Jetzt ist es immer wieder da. Oh. Oh, war ja nur 2 Minuten. Ist immer doof, dass man nicht genau weiß, was hier hinterkommt. Ein bisschen wissen wir es, weil wir eben hier schon ein paar Mal lang mussten. Ich das Level noch nicht geschafft habe. In den ersten Versuchen. Ah, super. Ich dachte, ich wäre oben drauf gesprungen. Da kommt da noch der zurück, der Panzer. Was sind diese grünen Quadrate hier? Das muss ja irgendwie zu aktivieren sein. Das habe ich noch nie so ganz rausbekommen. So, hier bin ich eben schon mal kaputt gegangen. Genau, jetzt erstmal warten. Ne, das war nicht hier, das war noch später. Das ist mal so fies, wenn dieser Panzer nochmal zurückflitscht von irgendeiner Wand. So, jetzt kommt wieder Fledermäuse oder wie war das nochmal? Ah, hier war das, wo ich nochmal gucken muss erstmal. Der geht jetzt einmal ganz hoch, ne? Da waren wir eben zu schnell. So, man muss ja erstmal die Map hier nachwandern lassen. Jetzt geht's, ne? Ja. Ah! Da hätte ich kurz warten müssen, um zu gucken, wo der Boden ist. Nein! Oh, mal kurz was trinken hier. Das ist gar nicht mal so easy, Freunde. So. Nochmal. Ich hasse diese Höhlenlevel und diese Geisterschlösser. Weil da die Map immer automatisch nachwandert, da kann man gar nicht lange gucken und abwarten. Irgendwann muss man einfach los. Hui. Ah! Nicht hoch genug gesprungen. Yeah.
So, ein Pilz. Oh nein! Ah, jetzt habe ich den Pilz verfolgt. Scheiße! Scheiße! Voll reingerannt. Du, 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 du. No. So, und hier war das, wo ich kurz warten muss. Aber man kann. Ja, okay. Ein bisschen abwarten. Ah, nein! Da muss man noch länger warten. Das gibt's ja nicht. Ich wollte noch nicht an der Decke zerdrückt werden. Und noch ein Stückchen. Ein Sekündchen warten oder so. Dass man da auf die nächste Plattform überhaupt erstmal springen kann. Gut. Läuft, 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 läuft. Ja, wir sehen auf jeden Fall das Gegenteil von einem Speedrun hier. Das ist ein extra Slowrun. Ich sehe, wie manche hier durchrennen. Das ist Wahnsinn. Auf YouTube irgendwelche Videos von irgendwelchen Super Mario Pro Gamern. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich jetzt schon in dieser Höhle hatte. Es raubt einen den letzten Nerv. Feder, komm mal her. No! Kann man sich denn von so einem blöden Vieh jetzt hier die Feder, den Umhang klauen lassen, ey? Mann, ey. Unglaublich schlecht. So, und jetzt muss ich wieder gucken. Ich komme nicht auf diese andere Seite. Immer die gleiche Stelle. Was muss man denn da machen, ey? Ich muss wahrscheinlich mit Anlauf dann irgendwie noch springen oder so. Keine Ahnung. Ey, 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 immer die gleiche Stelle. Unglaublich. Wie kriege ich diese komischen Items hier auf?
Da muss ich wohl echt Anlauf nehmen oder so. Anders geht's ja nicht. Hier kann man ein bisschen vorspulen, wenn man R1 drückt. Warten muss ich, Chris. Okay. Ich will nicht zu lange warten, weil sonst werde ich dann an der Decke da zerdrückt. Ah, okay. Ducken, ja. Ist halt die Frage, ob das mit dem Ducken reicht, wenn der Mario oder der Luigi hier groß ist, ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob der dann auch beim Ducken zu groß ist für die Szene. Aber zur Not schrumpfe ich dann halt. Ich probiere es mal aus. Ah, Schütte. Ich bin selbst wieder abgeschossen mit so einem Panzer, ey. So, hier warte ich jetzt erstmal, ne? Also, danach springen wir drauf. Und dann ducke ich mich mal da zum Schluss oder so. Mal gucken, wie es klappt. Das war doch hier, ne? Und jetzt hier außen wahrscheinlich warten. Ah ja, das müsste gehen. Ah, die geht ja gar nicht ganz hoch. Ah, ja, okay, perfekt, perfekt. Endlich. Ach, das sind die, die man von oben nicht anspringen sollte. Ah, endlich geschafft, dieses schöne Level. Ja, da habe ich jetzt ein paar Mal für gebraucht. Da war ich zu vorsichtig, weil ich dachte, diese Plattform, die zerdrückt mich dann oben. Aber war ja gar nicht so, da war ja echt noch Platz. Ich habe ja einen neuen Spielstand begonnen. Ich war ja eigentlich schon weiter mit meiner Freundin, habe einfach einen neuen mal eröffnet für jetzt. Aber irgendwie habe ich das wieder vergessen, wie das ging an der Stelle. Ah, und jetzt diese Geisterschlösser. Die sind auch, die mag ich auch gar nicht. Can you find the exit? Ach ja, war das nicht irgendwie hier so verwirrend? Diese Geisterhäuser sind auch da, die da. Da hänge ich mich gerne dran auf, an diesen Dingern. Aber eigentlich mache ich es überall. Ich bin überall nicht gut. Gab wenig Level, nicht viele Level, wo ich einfach mal so durchgerauscht bin. Aber hier war irgendein Trick. Da oben die Tür nimmt man, glaube ich, nicht. Ah doch, muss ich holen. Ah! Die kann ich ja gar nicht von oben. Stimmt, die kann ich gar nicht von oben erwischen. Da ist doch schon Game Over. Irgendwas war hier mit so einer Sondertür oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oder es war ein anderes Level. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, wir werden es gleich feststellen, wenn ich mal so weit komme. So, da oben die Tür, so einfach wird es nicht sein, ne? Ah, siehst du, hier ist nämlich so ein Schalter. Was war denn, wenn ich den öffne? Oh. Pfeil links. Ah! Da war noch so ein blöder Geist. Ja, genau. Ich glaube, da kann man mit A oder so die Gegner wegschleudern. Da hast du recht, vollkommen. Wenn ich den Umhang habe. Ach, eigentlich wollte ich auch auf die Münzen scheißen. Ah, das war das, wo man immer wieder an derselben Stelle rauskommt. Ich glaube, ich muss das hier mitnehmen, oder wie war das nochmal? Da war irgendwas Spezielles. Aber das ist jetzt wieder nur mein Bonus-Level, das will ich ja gar nicht, da war ich ja gerade. Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich unten wieder raus, ne? Boah, ist das Level habe ich gar nicht gespielt, das hat meine Freundin damals gespielt. Irgendwas war hier versteckt. Da ständig durch diese Tür zu laufen, bringt nichts. Man kommt immer nur unten raus. Nach unten springen traue ich mich nicht. Da geht es wahrscheinlich ins Nichts. Hier? Nee. Oder muss ich da doch? Nee. Ich versuche nochmal gegen dieses Item da zu hüpfen.
Ah ja, guck mal. So war das. Geht doch. Ich bin immer so beruhigt, wenn Speicherpunkte kommen, aber die kommen ja immer nur nach den Endgegnern, glaube ich. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ich glaube, 2 Level muss ich noch machen bis zum nächsten Speicherpunkt. Aber wie du siehst, ich habe es mir schon ein bisschen einfacher gemacht. Ah ne, hier war der Speicherpunkt schon. Ich spiele einfach den 2-Spieler-Modus, damit ich 10 Leben habe statt 5. okay. Also, falsche Controller, siehst du? Ja, jetzt konnte man wenigstens speichern. Wenigstens etwas. Lila Panzer, wollte ich sagen, ist eigentlich, glaube ich, immer ganz effektiv. Oh! Aber den habe ich leider nicht erwischt. Hast du schon durchgespielt auf dem Super NES Mini? Also, wir haben es noch nicht geschafft. Wir sind noch nicht weit. Also, ich weiß gar nicht, in welcher Ebene wir sind. 5 oder so? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht genau. Schon ein paar Tage her, wo wir das gespielt hatten. So. Das war knapp. Ja, so kennst du Lights the Screen, genau. Was kann man machen? Mit R1 und L1. Oh je, das war auch schon wieder knapp. Ah! Okay. Okay. Nochmal. Ach, der Mario ist ja schon platt. Ich kann nur mit Luigi spielen gerade. Na, ja, okay. Na, ja, wie gesagt, irgendwann werde ich es auch mal durchhaben. Aber du siehst, ich bin nicht so geschickt in solchen Spielen. Das wird lange dauern. Wir haben auch schon etliche Stunden gespielt mit unserem anderen Speicherstand. Manche Level konnte meine Freundin was besser, manche ich. Dann konnte man sich da so ein bisschen ergänzen. Aber es ist trotzdem knifflig. So, den muss ich ja hier aktivieren, den Schalter. Genau. Und da ist noch einer, den ich anmachen muss, glaube ich. So, und jetzt? Lalalala. Ja, man muss es immer erstmal einmal abfahren irgendwie, damit man wieder weiß, wo es lang geht. Beziehungsweise, was einen erwartet. So. Weiter geht's. Und jetzt muss ich wieder aufpassen mit diesen komischen Viechern hier. Oder, man kann sich einfach ducken. Ha. So, Zwischenpunkt. Ah, hier läuft das Vieh hinterher noch. Ah, den. Egal. Ja, ich bin manchmal zu hektisch. Dafür bin ich zu schlecht, um hier so durchzurennen. Ah, und wieder so ein komisches. Was ist das? Nichts. Ah, gerade noch so gepackt. Aber einige Leben hier schon verspielt. Aber ich habe nur noch 2. Der Mario ist ja schon deaktiviert. Den habe ich schon kaputt gemacht.
Da. Oh. Ah, dieser Hammerwerfer da, genau. Und los. Und nochmal Hammer. Ach, hier muss ich drauf. Komm ich da nicht drüber. Ah, hier weiß ich nicht. Gehen, glaube ich, nicht ganz kaputt, die Dinger. Ah, Yoshi. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Und eine Feder. Ah, ne. Ist noch umgeschwenkt hier. Ach ja, ich kann da durchrennen. Ich habe ja diesen Stern. Ah, da geht's auf einmal nochmal weiter. Nein, 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 nein. Leute, Leute, was macht ihr mit mir? Und Yoshi ist weg. Oh, das kurz vorm Ziel hier, schon der rote Pfeil. Ärgerlich. Ach man, den Yoshi, den hätte ich auch fast mitnehmen können. Schade, Mann. Aber egal. Wir werden ihn nochmal wiederfinden an irgendeiner anderen Stelle. So, und jetzt? Ah ja, okay. Ah nee, Geisterschloss wieder. Mist, Mist, Mist. So, schauen wir mal. Ah ja, da kam dieser Klotz. Ich habe es doch irgendwie grob in Erinnerung gehabt, dass das hier gefährlich ist.
Ist nicht runtergefallen. Lauf, Forrest, lauf! Da bin ich immer zu blöd für, ne? Dieses Ding da so rumhämmert da, ey. Ich mache jetzt auf Safe. Oh, ein Stern. Lauf. Ach, die kann man ja nicht abschießen. Hab ich nicht dran gedacht gerade. Schade. Oh. Oh, die kann man nur drehen. Oh, wie war das nochmal? Kann ich den nicht schieben? Ja. Oh, das war knapp. Ich dachte, ich falle jetzt runter. Wie war das hier nochmal? Komm hinterher, Luigi. Wir gehen mal ins Wasser. Ach, das ist so ein Tauchlevel, ne? Ja, ja. Oder? Ja. Komm schon. Ah, es war wieder zu hektisch. Du. Darf hier offen hier. Hallo? Mein da. Fischies. Oh, eine Feder. Komm her, du Feder, du. Nein. Bisschen warten. Und runter. Gut. Ich weiß gar nicht, wo ich lang. Oder hier? Ach ja, dieser. Genau, ich erinnere mich an den. Na cool, der macht mir ja den Weg frei, der Schlumpf. Ja, yeah. Jetzt einmal hier alles wegmachen. So nicht zu hektisch werden und abstürzen auch mal. Oh, wir sind wieder normal. Oh, 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 der kommt mir hinterher. Und ganz viele von den Lümmeln. Ah. Ach, wieder ein Geisterschloss. Na, geht weg da, ich will die Blume haben. Danke.
Ah! Gerade noch so. Feder, komm her, komm her. Der böse große Geist, komm. Ei, das war knapp. Bin ich fast voll reingerannt jetzt. Ah, diese blöden, ja, ja. Die Luftblasen, oder was das hier ist. Na, wie war das nochmal hier? Ah, so auf jeden Fall nicht. So war es nicht. So war es nicht. Runterspringen sollte man niemals. Nein, nein. Abschießen geht ja auch nicht, ne? Ach, hier kommt man nicht hoch. War hier ein Item drin oder war das nur eine Münze? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich guck nochmal zur Sicherheit nach. Ah doch, da war ja eben die Rose schon drin. Die Blume, genau, ja. Nehmen wir uns noch eine mit hier. Items sind immer gut. Nein, da kommen sie angesprungen. Angeflogen, besser gesagt. So, komm her. Was ist los, mein Freund? Mach doch was. So, danke. Ah, und da, genau. Da aufpassen. Ah, hier war das, wo es nur Münzen gibt. So, wieder Seifenblasen hier. Ich nenne es jetzt mal so. Hätte ich eigentlich durchrennen können, aber egal. Wir wollen ja aufpassen. Was? Gar nicht so lange warten. Ah, hier war das irgendwie, wo ich diesen Schalter mitnehmen muss oder so. Wie war das denn nochmal? Irgendwo. Ah, hier, genau, so war das. Der muss hier irgendwie hin. Ja, ja, genau. Weil die andere Tür ist nur fake. Siehst du, irgendwas war doch. Wenn durch die andere Tür gegangen wäre, kommt man immer nur wieder vorne raus. Da erinnert sich dann einfach nichts. Da rennt man quasi im Kreis. Oh, speichern geht. Perfekt. Dillulit. Dillulit. So, wir sind wieder Mario. Einmal Lava. Ich springe jetzt immer diese Viecher aus der Lava, glaube ich. Genau. Ah, das Level-Up hätte ich gern gehabt. Zu sehr drauf fixiert. Und dann direkt ein Leben abgegeben hier. Probieren wir uns noch mal kurz. Oh, müssen wir uns kurz... Komm, scheiß auf das Item. Ah, haha. Aber wir haben noch ein paar Blumen hier. Ein paar hatten wir ja gesammelt. Kann ich die auch abschießen? Bestimmt. Ah ja, siehste. Muss ich doch gar nicht so lange warten und rumhampeln. Einfach schießen. Thank you.
Ja, hast du recht. Das ist, ja, Kindheit, ne? Erinnerung. 1990. Schon ein paar Jahre her. Oh! Ach, hier komme ich nicht mehr an die Blumen dran, weil dieses Lavaschiff so schnell geht. Wie war das hier nochmal? Beruhigte sich nochmal der Panzer? Glaub nicht. Na, da wäre ja mein Zwischenspeicherpunkt. Ich versuch mal was. Ah doch, siehst du, so ging das. Komm ich da jetzt auch oben dran? Ne, komm ich nicht. Aber wenigstens den Punkt zwischengespeichert. So, jetzt nehme ich nochmal Anlauf hier. Uppala. Ist das nächste Monster. Zack. Ja, die ganzen Tricks kenne ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt. Finde ich auch immer komisch, wenn man manchmal hier so Felder sieht, die so gestrichelt umrandet sind. Haben wir jetzt hier gerade nicht. Vielleicht weißt du aber, welche ich meine. Ich weiß auch nie, wie man die aktivieren kann. Kann ich die wegballern? Ja. Jo. Na. Oh, fast zu lange gewartet. Fast zu lange gewartet. Ja, manchmal hast du ja diese gestrichelten Linien. So Quadrate. Irgendwie muss man die ja auch aktivieren können. Ich habe nur keine Ahnung, wie das geht. Später erst. Okay. So, das mache ich noch oder versuch's. Danach muss ich los. Ich wollte gerade springen. Ah, nee. Falsch abgebremst. Scheiße. Okay, schlecht. Also ich bin alles andere als gut in dem Spiel. Bitte nicht zu viel erwarten. Siehst du? Ah, genau. Auf jeder. Was schreibst du? Auf jeder Welt gibt es ein Geheimlevel. Und da schaltest du die Farben frei. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Danke für dein Follow. The most generic. So, 5 Minuten machen wir noch, dann gibt's Abendessen. Dann muss ich leider wieder los. Ist 7:45, machen wir noch. Aber das Level ist auch fies hier mit diesen Raketen. Ich traue mich ja nie hier richtig hoch zu springen, weil du nie weißt, was kommt. Uah. Black Ops 4? Nee, nee. Meistens Gran Turismo Sport. Jetzt das erste Mal heute so ein bisschen Retro gezockt.
gibt schon mal andere Spiele, die wir spielen, aber Black Ops 4 habe ich gar nicht. Ich freue mich jetzt auf Red Dead Redemption 2 hier Ende Oktober. Oh, das wird es auf jeden Fall geben. Singleplayer und Multiplayer. Aber Black Ops, nee, habe ich gar nicht. Zockst du das? Ich habe nur mal Black Ops 3 gespielt jetzt, das habe ich mir mal runtergeladen. Das war ja mal gratis vor einem Monat oder so. So, als Werbung für Black Ops 4 quasi. Das habe ich mir mal runtergeladen. Ich weiß nicht, ob ich mir Battlefield 5 noch holen sollte. Keine Ahnung. Erstmal abwarten. Kommt doch jetzt auch die Tage raus. Oh Gott. Oder im November. Ich weiß nicht, entweder jetzt im Oktober oder im November. Hoppala. Oh, da bin ich fast rausgeflogen. Da hat mich jetzt in dem Fall die Rakete nochmal gerettet. Ja, genau. GT Sport. Genau, da streamen und kommentieren wir ja immer diese Meisterschaftsrennen. Das hier dient nur ein bisschen der Abwechslung. Mal was anderes spielen als Motorsport. Ja, Level ist durch. Da es jetzt gleich hier Abendessen gibt, verabschiede ich mich mal. Aber werde ich demnächst nochmal ein bisschen hier anzocken. Nur mal so ein Stündchen oder so ganz gemütlich nochmal hier in die Vergangenheit abtauchen. Macht ja auch mal wieder Spaß, ne? Danke fürs Zuschauen und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, ja? Ciao, ciao!